Ja Mensch, herzlich willkommen bei Let's Lacht Dich Ab, Alarm für Cobra 11 Burning Wheels, wieder zurück hier im Dienstplan und wir wollen auch gleichzeitig mal wieder weitergehen in der wunderbaren Streife. Jetzt schauen wir uns mal an, fahren wir im Business Center, weil da müssen wir sowieso noch ein bisschen was machen und schauen uns mal an, weil ich habe durch den netten Herren, was auch immer, a.k.a. Sitzgarnitur, herausgefunden, wie man denn Aufträge bekommt. Und zwar bekommt man die, wenn man ein Fahrzeug mit einer Flagge nimmt, was ich ein bisschen merkwürdiger finde, weil ich sowieso immer Flaggenfahrzeuge hatte die letzten Male. Naja, nehmen wir uns mal das Taxi. Ja, das Taxi kann doch mal ganz hilfreich sein, um mal durch die Stadt zu cruisen. Wundert euch nicht, was das jetzt für ein Geräusch ist. Das war ein USB-Stick. Ja. Soweit gibt's heutzutage noch. Ja, ja. Oha. Ja. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, hier rumzufahren. So. Wunderbar. Ja. Läuft ja alles schon mal wieder flüssig weiter. Ist natürlich die Frage, kriegen wir auch einen Auftrag zugeteilt? Oh, sorry. Was? Weltherrschaft in 20 Tagen ist mein Ziel. A. Leicht, ihr Bürgermeister. Jo, so ist das. Man muss sich klare Ziele setzen. Und ich setze mir ein Ziel, dass ich hier irgendwie einen Auftrag finde. So. Ah ne, stimmt, da gehen wir ja. Gehen wir mal drüber. Jetzt gehen wir gerade mal rüber. Ich hab da mal was vorbereitet. Ja. Die Frage, kriegen wir hier irgendwo Aufträge? Steht das hier? Nein. Ich habe keine Ahnung, wie wir am Anfang Aufträge bekommen haben, aber fahren wir jetzt erstmal zur Tankstelle bzw. zur Zeche. Ist das jetzt die richtige Richtung? Ich hoffe es. Jetzt habe ich komplett die Übersicht verloren. Ja, da müssen wir so links und ja, einfach mal nach rechts, rechts und dann gerade durch. Und dann einmal links. Einmal hier kurz nochmal abkürzen. War das jetzt wirklich die richtige Richtung? Tatsache. Hier ab. Oh, wir sind Taxifahrer. Wir dürfen sogar mal schlecht fahren. Übertrieben fahren. Oh. Ups. Hoppala. So. Und dann wollen wir noch mal schauen, was diese Kiste hier alles zu bieten hat. Oha. Glaube ich schon viel zu weit gefahren. Nein, sogar noch nicht mal. Hätte ich also noch länger durchziehen können. Ah, schade, hätte ich das gewusst. Hätte ich weiter ein auf Taxifahrer machen können. So, jetzt aber mal wunderschön driften hier. So, hier gibt's einen Auftrag. Hey Hotte, wie fährt sich dein neuer Dienstwagen? Na, wie soll sich ein 8-Zylinder Biturbo-Geländewagen mit 500 PS schon fahren? Der Hammer, sag ich dir, der Hammer! Wenn da einer querfällt, ein entkommen will, keine Chance. Gib mir doch mal die Schlüssel. Ich will den Bomber auch mal um die Ecken drücken. Vergiss es. No way, never, nada, niente. Du machst ihn nur kaputt. Nein! Auf normal. Was macht er jetzt? Okay, Horte, pass auf. Ich verspreche dir, ich mach keinen Kratzer rein und ich verschaff dir eine Schicht mit unserer Praktikantin. Okay, du schreibst aber das Protokoll, wenn der Wagen kaputt ist. Und du hast ihn mir geklaut, klar? Okay. Also, du fährst unsere Teststrecke über die Hinterhöfe. Wenn du einen Kratzer in den Wagen fährst, bist du Futter für die Chefin. Und wenn du auf dem Kurs langsamer bist als ich, dann verschaffst du mir zwei Schichten mit der Praktikantin. Die Wette gilt. Na gut, dann kriegst du ja
zwei Schichten mit der Praktikantin schon mal allemal. Ja. Von 550 PS merke ich hier aber gerade gar nichts. Ja. Ist ja mehr als dürftig, was die Polizei hier zu bieten hat. Darüber freut er sich so, naja, ne? Ich wäre da ja mal skeptisch. Nicht Skepsis. Skepsis ist das. Na egal. Ist ja auch wurscht. Wir kümmern uns ums Fahren. So, wir sollen Rampensprünge machen. Wo sind die denn? Wahrscheinlich kommen die Rampen erst am Ende der Strecke. Oha. Oha. Knapper Weg. Ich hab das Gefühl, ich fahre ein bisschen zu langsam, aber egal. Das ist dann auch gewollt. Oh mein Gott. Oh. Ich treffe dich ja wunderschön. Und jetzt hier einmal rechts rum. Oh mein Gott. Ja, toll. Alles Mögliche geht kaputt, aber das nicht, ne? Ja, ist wieder mal klar. Das, wo man denkt, ja, könnte doch mal kaputt gehen. Eieieiei. 2 cm weiter! Oh! Und Au! Perfekter Sprung! Eieiei, der kam aber sehr gut. Oh! Wo ist 180 hier? Oh! Oh! Ah! Mensch, ey! Ja, das wird, glaube ich, nichts mit dem Schadenslimit. Ich wieder mal fahre hier. Das liegt dieses Mal noch nicht mal an dem Gegenverkehr oder Mitmenschen auf meiner Fahrbahn. Nein, nein, das liegt alles an Gegenständen, die einfach so auf die Bahn knallen. Ja, komm einfach auf die Fahrbahn. Da springt mir plötzlich so eine Wand entgegen. Ich kann nichts mehr bremsen. Ich kenne doch hier das Problem. Boah! Mein Sohn. Oh, dann muss das nächstes Mal aber klappen. Mit den zwei Sprüngen, weil wenn das nicht klappt, dann sind wir im Arsch. Wenn wir das dann nämlich trotzdem nochmal machen. Ich weiß dummerweise nicht, wie schnell wir am Anfang. Wie viel Zeit wir hatten am Anfang. Weil jetzt haben wir nur noch 2 Minuten 40 gehabt. Oh, Scheiße. 8% zum Überleben. Ah, Gott. Eieieiei. Das wird eine schwere Aufgabe für uns. Eine schwere Aufgabe mehr. In unserem Strafregister können wir ja alles können wir gebrauchen. Alles Mögliche. Ja. So läuft das hier bei der Polizei. Da werden einfach mal Rennen gefahren. Boah. Die Leitung kümmert sich da auch wenig rum. Duldet das eigentlich alles so, ne? Hey. Also jetzt sind wir auf jeden Fall hier an der ersten Position richtig längst gekommen. An der zweiten auch. So, jetzt geht's aber an die Sprungschanzen. Hey. War das jetzt auch ein Sprung? Moment, hä? Warum habe ich nur 2 von 3 Sprüngen? Wo soll ich noch springen? Hallo? Hallo? Finde ich ja sehr merkwürdig. Auf der Strecke habe ich keine weitere Sprungschanze gesehen, aber es wurde mir auf jeden Fall 3-mal angezeigt, perfekter Sprung. Warum habe ich da nur 2 Sprungschanzen mitgenommen? Was ist denn das für ein unlogischer Scheiß? Da kommt die Bahn natürlich. Diesmal pünktlich. Nicht wie sonst immer. 10 Minuten zu spät. Ah. Ja, verstehe ich nicht ganz.
Rampensprünge. Okay, nochmal. Warte, pass auf. Ja, hier, ich halt deine Fresse, du blöder Ben. Der ja nicht mehr mitmachen wird bei Alarm für Cobra 11. Ja, schöne Insider-Infos. Hat wahrscheinlich schon jeder mitbekommen, der Alarm für Cobra 11 verfolgen tut im Internet oder was auch immer. Hat mir mein Vater vor kurzem jetzt erzählt. Ja, der hört auf mit Alarm für Cobra 11. Weil er ja, wer ihn ja kennt, der hat ja eine eigene Band und so und hat da jetzt sein Album aufgenommen und so und wollte dann halt damit dann ein weiteres Kapitel seiner Lebensgeschichte öffnen und hat dann mit den Alten abgeschlossen, hat dann Alarm für Cobra 11 an den Nagel gehängt, hat aber auch gesagt, dass die Zeit wunderbar und klasse war. Und das ist natürlich schon mal ganz cool, wenn man so als Person da 2 Jahre mitmacht. Ja, das ist ein Wunder bei Alarm für Cobra 11, dass der sich 2 Jahre hält. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie viele Kompanen der Semia schon hatte. Ich glaube, das waren bestimmt schon 3 oder 4. Jetzt hier mein Sohn, jetzt ja. Ja, aber. Okay, den Sprung kriege ich anscheinend nie hin. Okay. Den habe ich aber hinbekommen. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt müssen wir wieder in der nächsten Runde beide Sprünge schaffen. Natürlich eine schwere Aufgabe, aber nicht für uns, nicht für die Männer von Cobra 11. Denn. Ja, so sieht das nämlich aus. Sieht das nämlich. Wir können ja eigentlich mal. Ah, ne, alles zu stressig. Wird uns zwar ein bisschen den Verkehr aufhalten, aber daran müssen wir uns ja nicht aufhalten. Habe ich selber gerade nicht verstanden, aber egal. Hey. Oh mein Gott. Oh, das war ein ganz blöder Weg. Oh. Einmal falsch ausgeholt. Eieieiei. So geht das doch nicht lange gut. Aber ich mache aber keine Kratzer rein, immerhin. Ich sehe, glaube ich, schon Gespenster hier auf der Fahrbahn. Ich habe eben Fahrzeuge vor mir gesehen, obwohl da gar keine waren. Oh mein Gott. So weit ist es schon gekommen mit mir. So weit! Jetzt sehe ich schon Pseudo-Fahrzeuge auf der Straße. Das ist ja unglaublich. Das Und so. Oh mein Gott! Oh! Wunderschön! Gerade so dran vorbeigeschlittert. Immer mit der Handbremse. Arbeiten. Mal dann! Ist alles gut. Oh, bremsen und dann hier einmal rum. So ist das doch schön. Meine Freunde der Sonne. Oh mein Gott, und da ist die Sonne auch schon. Ah, wunderschön. Eigentlich ist das, glaube ich, der dümmste Weg hier drin, links zu fahren. Ein perfekter Sprung. Oh nein, komm doch schon. Mach den scheiß Rückwärtsgang rein und fahr nicht so behindert. Oh mein Gott. Ja, Mann. So. Nein. Nein. Jetzt fahren wir den Scheiß auch nach Hause. Jetzt machen wir auch die Sirene rein. Jetzt fahren wir alle aus dem Weg. Jetzt fahrt ihr mir alle aus dem Weg. Denn das Ding will ich mit nach Hause nehmen. Die schöne Trophäe. Die nimmt mir jetzt keiner mehr weg. Keiner, hört ihr? Keiner. Da bin ich ganz, ganz sicher. Boah. Jetzt einfach ausrollen lassen. Kein Kratzer. Und du hast zumindest eine schöne Schicht mit der Praktikantin. Ja, das ist auch schön, Ben. Lass es dir schmecken. Was?
Fall freigespielt, ein Raser, Fahrzeug freigespielt, Alligator, Polizei, Strecke freigespielt, Hottes Hammer, Standort freigespielt, Kiosk, Hauptstraße, Streife fahren. Wobei, ich glaube, es lohnt sich gar nicht mehr von der Zeit, großartig noch was zu machen. Tut mir leid, Leute. Ich mache an dieser Stelle Schluss. Dafür haben wir in den nächsten Parts wieder genügend Zeit und können uns schön austoben, wenn wir dann sofort einen Punkt gefunden haben. Ne? Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.